Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim Deutschlandkurier. Mein Name ist Katrin Nolte und hier werden künftig einige Beiträge von mir zu sehen sein. Ja, ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es sich eigentlich anfühlen muss, wenn man sein eigenes Kind verliert. Ich als Mutter möchte mich mit diesem Gedanken gar nicht auseinandersetzen. Und nichtsdestotrotz ist es wieder passiert. Ein Kind ist ermordet worden. Eine 14-Jährige, die auf dem Weg zur Schule war, ist von einem 27-Jährigen, einem Eritreer, einem Geflüchteten, brutalst niedergestochen worden. Und man würde sich wünschen, dass dieser brutale Fall wirklich nur ein Einzelfall wäre. Aber dem ist nicht so. Denn in den letzten Jahren häufen sich immer mehr Schlagzeilen mit den Schlagworten Messerattacke, 14-Jährige, 15-Jährige, vergewaltigt, ermordet. Und ich frage mich so langsam, ob das nicht zur Normalität hier in diesem Land wird. Ich persönlich tue mir schwer, diese verschiedenen Fälle, hinter denen diese tragischen Schicksale stehen, auseinanderzuhalten. Und was macht die gebührenfinanzierte Presse? Berichtet sie davon? Nein, Fehlanzeige. Ich persönlich habe noch nichts davon gesehen und das Einzige, was man eben gehört hatte, waren, dass Politiker bei Twitter ihre Beileidsbekundungen niedergeschrieben haben, aber das war es auch schon. Sogar der türkische Botschafter war vor Ort und sogar türkische Medien berichten von dieser Gräueltat. Das Mädchen selbst hatte nämlich einen Migrationshintergrund. Man kann sich natürlich fragen, wovon werden denn die Medien vielleicht berichten? Denn die Opposition weist ganz deutlich auf diesen schrecklichen Fall wieder hin und möchte eben nicht, dass er ignoriert wird. Man wird wahrscheinlich sagen, na gut, die böse AfD instrumentalisiert mal wieder diesen natürlich sehr schrecklichen Einzelfall für ihre eigenen politischen Zwecke. Instrumentalisierung natürlich. Klar, was denn sonst? Und was man wahrscheinlich noch hören wird, ist, dass der mutmaßliche Täter wahrscheinlich psychische Probleme gehabt haben könnte. Das müsste man natürlich noch herausfinden. Wie ein Reporter bei NTV schon verlauten ließ, wurde bei der Festnahme festgestellt, dass das mutmaßliche Täter sich wohl selbst Verletzungen hinzugefügt haben soll. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was wir zu hören bekommen. Denn die eigentliche Geschichte und dieses schreckliche Schicksal im Großen und Ganzen detailliert aufzuzeigen, das passt einfach nicht ins Narrativ. Das passt nicht ins Narrativ. Und deswegen wird er von der großen Presse höchstwahrscheinlich mal wieder totgeschwiegen. Und ich frage mich, wie kann es eigentlich sein, dass dieses Land, das diesen Schutzsuchenden, Geflüchteten ein neues Zuhause bietet, wie kann es sein, dass dieses Land die eigenen Schutzbedürftigen, Frauen und Kinder, nicht mehr beschützen kann? Muss ich mir denn jetzt als Mutter jeden Tag Sorgen machen, wenn mein Kind zur Schule geht? Die Frage ist, wie weit soll es noch kommen? Wie weit sollen sich diese Zustände noch in diesem Land verschlimmern? Und wann werden die Verantwortlichen für diese irre Migrationspolitik endlich gerade stehen? Werden Sie das überhaupt?